Ein herzliches Wiederhören oder erstes Hören bei Max 15, maximal 15 Minuten mit Gott. Diese Folge behandelt einen Scripture Song, dessen Melodie von Robert Evans stammt. Der Text dazu steht in Johannes Kapitel 10, die Verse 9 und 11. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Zum Zusammenhang ist hier zu sagen, dass die Kapitel 9 und 10 zusammengehören. Im 9. Kapitel heilt Jesus einen Blindgeborenen. Die Schriftgelehrten fragen ihn, wer das getan hat. Ich lese jetzt das letzte Gespräch zwischen ihnen. Das sind die Verse von 26 bis 38 im 9. Kapitel. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, nämlich die Schriftgelehrten. Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er, das ist jetzt der Blindgeborene, antwortete ihnen. Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Damit meinten sie Jesus. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und sie stießen ihn hinaus. Dieses Hinausstoßen wird die Verstoßung des Blindgeborenen aus der Gemeinschaft der Synagoge und aus der Gemeinschaft des Judentums gewesen sein. Er wurde nicht nur aus dem religiösen Leben ausgeschlossen, sondern auch vom Alltagsleben. Das war also eine sehr schwerwiegende Sache, die ihm hier passiert ist. Und jetzt geht es im Vers 35 weiter. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Also hier diese Geschichte zeigt, wie die Pharisäer hier einen Menschen aus der Gemeinschaft ausstoßen, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und sie zeigt auch Jesus, wie er diesen Menschen aufnimmt. Ich lese jetzt einige Texte aus dem Buch Das Leben Jesu, aus dem Kapitel Der gute Hirte. Jesus spricht im Kapitel 10 in zwei Bildern von sich, nämlich von der Tür und von sich als dem Hirten. Christus wandte diese Weissagungen, da stehen jetzt einige Weissagungen aus dem Alten Testament, die ich jetzt nicht vorlese, Jesus wandte diese Weissagungen auf sich an und zeigte dadurch den Gegensatz zwischen seinem Charakter und dem Charakter der führenden Juden. Die Pharisäer hatten gerade ein Schaf, das ist der Blindgeborene hier, aus der Hürde getrieben, weil es gewagt hatte, von der Macht Jesu zu zeugen. Eine Seele war von ihnen ausgestoßen worden, die der gute Hirte zu sich gezogen hatte. Sie gaben dadurch zu erkennen, wie wenig sie von dem ihnen anvertrauten Werk wussten und wie unwürdig sie des Vertrauens als Hirten der Herde waren. Jesus zeigte den Gegensatz zwischen ihnen und dem guten Hirten und bedeutete ihnen, dass er selbst der wirkliche Hirte der Herde des Herrn sei. Doch zuvor sprach er von sich selbst unter einem anderen Bild. Er sagte, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe.
Die Pharisäer erkannten nicht, dass sich diese Worte gegen sie richteten. Als sie noch darüber nachdachten, fügte Jesus hinzu, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Christus ist die Tür zum Schafstall Gottes. Durch diese Tür haben von jeher seine Kinder Eingang gefunden. In Jesus, so wie alle Vorbilder ihn zeigten, wie alle Sinnbilder ihn veranschaulichten, wie die Offenbarungen der Propheten ihn darstellten, wie die den Jüngern gegebenen Anweisungen sein Wesen enthüllten, sahen sie Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Durch ihn sind sie in die Hürde seiner Gnade eingegangen. Viele haben versucht, den Glauben der Welt auf etwas anderes zu gründen. Die verschiedensten Anschauungen und Lehrsysteme wurden ersonnen, um den Menschen Rechtfertigung und Frieden mit Gott zu vermitteln und sie auf ihre Weise zur Herde Gottes zu bringen. Doch der einzige Weg in den Schafstall Gottes führt über Christus. Und alle, die etwas anderes an seine Stelle gesetzt haben, alle, die versucht haben, auf andere Weise in das Reich Gottes zu gelangen, sind nach den Worten des Evangeliums Diebe und Räuber. Wir kennen hier schon den Gedanken, dass es zu allen Zeiten Menschen gegeben hat, die auf Lehrsysteme und verschiedenste menschliche Anschauungen gesetzt haben, um zu Gott zu kommen. Zu allen Zeiten versuchten Philosophen und kluge Männer, durch Menschenweisheit die seelischen Bedürfnisse zu befriedigen. Die heidnischen Völker hatten alle ihre großen Lehrer und Religionen, die andere Wege zur Erlösung anboten als Christus, indem sie die Menschen immer weiter von ihrem Schöpfer trennten und ihre Herzen mit Furcht vor dem erfüllten, der ihnen nur Gutes erwiesen hatte. Ihr Bestreben ging dahin, Gott dessen zu berauben, was ihm nicht nur durch die Schöpfung, sondern noch mehr durch die Erlösung gehört. Solche falschen Lehrer schädigen die Menschen maßlos. Millionen unglücklicher Menschen sind durch irrige religiöse Vorstellungen gebunden und in sklavischer Furcht geknechtet. Sie leben in dumpfer Gleichgültigkeit dahin, schuften wie Lasttiere bar aller Hoffnung, Freude und Sehnsucht, nur mit dem Gefühl dumpfer Angst vor der Zukunft im Herzen. Allein das Evangelium nach der Gnade Gottes kann die Seele erheben und adeln. Das Nachdenken über die Liebe Gottes, die sich in seinem Sohn offenbart, erwärmt das Herz und erweckt die Kräfte der Seele wie sonst nichts auf der Welt. Christi Aufgabe war es, das Ebenbild Gottes im Menschen wiederherzustellen. Wer jedoch Seelen von Christus abspenstig macht, verschließt ihnen die Quelle echter Entfaltung und betrügt sie um die Hoffnung, um das Ziel und die Herrlichkeit des Lebens. Er ist ein Dieb und Räuber. Jesus verwendete diese beiden Bilder, der Tür und des Hirten, damit die Menschen in ihrer Zeit damals immer diese Anschauung vor sich hatten. Immer wenn sie eine Tür sahen, wenn sie eine Herde, einen Hirten sahen, mussten sie an diese Worte denken. Es geht hier dann weiter in dem Buch Das Leben Jesu. Obgleich er, nämlich Jesus, in die Gegenwart Gottes aufgefahren ist und den Thron des Weltalls mit seinem Vater teilte, hat er doch nichts von seinem barmherzigen Wesen verloren. Noch heute steht sein treues, mitfühlendes Herz dem Weh und Schmerz der Welt offen. Noch heute ist seine durchbohrte Hand segnend ausgestreckt über seine Kinder in aller Welt. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Seele, die sich Jesus Christus anvertraut hat, bedeutet ihm mehr als die ganze Welt. Er hätte alle Schmerzen und Leiden auf Golgatha erduldet, um nur einen Menschen für sein Reich zu retten. Nie wird er eine Seele verlassen, für die er gestorben ist, es sei denn, dass sie sich selbst von ihm trennt. Durch alle Anfechtungen hindurch haben wir in Christus einen nie versagenden Helfer. Er steht uns bei in unseren Nöten und Kämpfen gegen Versuchungen und gegen das Böse. Und er hilft uns, wenn wir von Sorgen und Schmerzen niedergedrückt sind. Können ihn unsere Augen jetzt auch nicht sehen, so vernimmt doch das Ohr des Glaubens seine Stimme, die da spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich habe deinen Kummer getragen, deine Kämpfe durchlebt
und deine Versuchungen erduldet. Ich verstehe deine Tränen, die auch ich geweint habe. Ich kenne den Gram, der dir tief im Herzen brennt und den kein Mensch dir nehmen kann. Glaube nicht, du seist einsam und verlassen. Bringt dein Schmerz keine Seite in irgendeines Menschen Herzen zum Klingen? Blick auf mich und lebe. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Welch eine Fürsorge des eingeborenen Sohnes, der wie kein anderer mit dem Vater verbunden ist und dem Gott erklärt hat, dass er der Mann sei, der ihm am nächsten stünde. Das Verhältnis Jesu zu seinem himmlischen Vater versinnbildet auch die Verbindung Jesu zu seinen Kindern hier auf Erden. Weil wir die Gabe seines Vaters und die Frucht seines Wirkens sind, liebt uns Jesus als seine Kinder. Wer kann es recht fassen? Er liebt uns. Der Himmel selbst kann nichts Größeres, nichts Besseres schenken. Vertrauen wir deshalb unserem Heiland. Diesem Aufruf aus dem Buch Das Leben Jesu möchte ich mich anschließen. Vertrauen wir deshalb unserem Heiland. Und nun zum Lied und dann auf Wiederhören bei der nächsten Max 15 Folge. Bis dahin wünsche ich dir reichen Segen Gottes. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein aus mir gehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Sein Leben für die Schafe.